Und jetzt hier live in der Abendschau, Roger Cicero mit dem Song The Best Is Yet To Come. Out of the tree of life, I just picked me plum. You came along and everything started into hum. But still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till the sun up a shine one day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Yeah. The best is yet to come, come the day of my. Come the day of mine, I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. And wait till you locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you've seen that a sunshine day. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Is yet to come, come the day of mine. Come the day of mine, I'm gonna teach you to fly. Come the day of mine. Roger Cicero, herzlich willkommen nochmal. Ja, servus. Dankeschön, servus. Das ruft einen so richtig schön ins Wochenende. Das ist ganz, ganz wunderbar. Die Frage ist natürlich, was bewegt denn dazu, sich an Frank Sinatra zu trauen, muss man ja fast sagen, oder? Naja, letztes Jahr war ja sein 100-jähriger Geburtstag, wäre gewesen am 12. Dezember. Und da kam halt ein Angebot für ein Konzert. Ja. Und da dachte ich, ach super, das passt total. Das passt total gut rein. Und dann war natürlich ganz schnell klar, dass so viel Aufwand nur für ein einziges Konzert, geht ist ein bisschen nicht. Viel, das geht nicht. Jetzt gibt es das als Album und ich zeige das gerne mal, denn da gibt es eine Besonderheit. Dieses zweite Album, Jazz Experience, das wir hier sehen, beide Alben sind nominiert für einen unbedeutenden Musikpreis. Echo, das gibt es doch gar nicht. Zwei Alben aus diesem Genre für ein Echo nominiert? Das eine Echo Jazz, das andere Echo Pop. Ja. Also es ist wirklich schon sehr, sehr, sehr beachtlich und ich freue mich wahnsinnig. Was passiert, wenn es wird? Ja, dann wird richtig gefeiert. Die sind so ein bisschen zeitlich unabhängig voneinander, aber es wird schon relativ spannend. Roger, Sie sind sehr fleißig, auch wieder auf Tour. Jetzt gab es letztes Jahr ein gesundheitliches Problem, muss man sagen. Gell? Stimmt, ich glaube, ein Virus ist auf die Pumpe gegangen. Mhm. Alles wieder gut? Alles wieder gut, Gott sei Dank. Also ich habe ein Virus verschleppt und das hat sich auf den Herzmuskel gelegt. Es wurde Gott sei Dank sehr, sehr schnell diagnostiziert. Deswegen konnte ich wirklich rigoros Bettruhe einhalten. Ja, wirklich. Das war das Einzige, was ich machen kann. Ja. Und das habe ich gemacht, die ersten paar Wochen. Ganz, ganz konsequent. Also gerade ein bisschen unvernünftig gewesen dann in der Zeit weitergemacht, obwohl man schon hätte ein bisschen runterdrücken müssen? Ja, ich habe es nicht gemerkt. Okay. Also man merkt es wirklich nicht. Und erst als das Herzstechen dazu kam, dachte ich so, oh, jetzt ist aber wirklich unheimlich. Jetzt Pumperl gesund, durchstarten für die Tournee, 14. April in München in der Philharmonie. So sieht's aus. Wobei, ich erinnere mich an das Konzert, Hautnah-Konzert von Bayern 1, in diesem ganz kleinen, exklusiven Rahmen, 100 eingeladene Gäste. Es muss nicht immer die große Halle sein, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich
es ist ja mal vor allen Dingen da komme ich her. Also ich kenne das nicht anders eigentlich. Also dass man wirklich vor sehr wenigen Leuten live spielt. Aber Hauptsache live. Roger, wie lange ist eigentlich die Bühnenerfahrung jetzt schon? Wie lange stehen Sie schon auf der Bühne? Sind das 20, 25, 30 Jahre oder wie? Ja, irgendwie so, ja, als 30, Teenager schon, oder? 30 Jahre. Ja. Was steht denn noch an? Man fragt sich immer, Sie kommen vom Jazz, Sie machen ein bisschen Pop. Gibt es auch noch mal eine ganz andere Musikrichtung? Was weiß ich, Hip-Hop oder Rhythm and Blues, wo Sie sagen, das reizt mich noch mal, da mache ich auch noch was. Ich habe schon so viel gemacht, aber das weiß ich nicht. Das kann ich echt nicht sagen. Das sind relativ spontane Entscheidungen. Ja. Und auch immer, wenn es dann irgendwie zu völlig neuen Projekten kam, das war immer sehr spontan entschieden. Jetzt bedanken wir uns heute für die kleine Besetzung. Ja, normalerweise auf der Bühne gibt es ja die große Besetzung. Ja. Es steht noch nicht fest, was noch als nächstes kommt, welche Musikrichtung. Aber was sind denn überhaupt die nächsten Projekte? Gibt es schon, arbeiten Sie schon wieder vielleicht meinetwegen an dem nächsten Album, an der dritten Echo-Nominierung also oder was? Das wäre dann die fünfte. Ja, super. Zwei habe ich schon, wenn es drei, vier wird. Also nein, mal gucken. Mal schauen. Konzert? Ich werde sicherlich das nächste Album, es wird wieder ein deutsches Album. Ja. Also so viel kann ich schon mal verraten. Deutsche Sprache, gute Sprache. Aber viel mehr auch nicht. Okay. Also. Was hören wir zum Schluss für einen Song? I've got a crush on you mit dem schönsten Vers, den es gibt. Nämlich? Ja, von I've got a crush on you. Danke für den Besuch heute. Gesund bleiben, viel Erfolg. Wir drücken für den Echo natürlich die Daumen. Ja. Ich verabschiede mich. Das war's nämlich für heute und diese Woche von der Abendschau. Die Nachrichten der Rundschau kommen gleich mit Stefan Scheider. Jetzt noch einmal Roger Cicero. Ja. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende und noch einen schönen Abend mit Ihrem Fernsehen, im Bayerischen Fernsehen. Super. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. I'm your big and brave and handsome Romeo. But how I won you, I shall never, never know. It's not that I'm attracted, but all my heart grew active when you came into view. That's what I felt. Yeah. I've got a crush on you, sweetie pie. And all the days and night times, you hear me sigh. I've never had the least notion that I could fall with so much emotion. And could you coo? And could you care for a lovely cottage that we could share? The world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby, on you. And could you cool? And could you...